threat will unite them. You will lead them. Ja, wollen wir noch mal ein Match machen? Zum Abschluss? Kansas brennt. Wie nochmal? Ich hab gefragt, Alter, das muss peinlich sein, die halbe Salve verschießen und mit einem abhalten. Ich wollte fragen, ob es okay ist, nochmal zum Abschluss nochmal ein Match. Können wir machen. Okay. Naja, mit der Kansas hast du keine hohe Reichweite. Dafür schluckst du. Bisschen mehr. Ich hab keinen Heal mehr. Nein! Behinderte Constellation, was machst du da hin? Bleib doch in der verdammten Zone, du Lumpen! Achso, der ist aus der Zone. Afrikanischer Lumpen. Okay, der holt sich die Pobeda. Da kannst du noch zuschauen. Der Constellation, die holt sich jetzt die Pobeda, komm, was wolle. Kann Kansas machen, was er will. Er lässt jetzt Torpedos ab Richtung Pobeda, wenn fertig ist. Fahren. Constellation? Nee, ich auch nicht. Ja, wollen wir kurz zugucken, den Jungs? Peng! Ja. Ich glaube, das könnte ein Win werden. Aber wir müssen eine Zone einnehmen, ja. Verdammt. Oder da kommt. Okay, Yudachi. Ja, der ist nur noch der Schlachter. Yudachi macht das. Hoffe ich. Immerhin. Japanische schwere Torpedos dürften das sein. Ja. Wäre japanische Torpedos sind das. Ist aber eher ein Kanonenbootzerstörer anstatt ein Torpedozerstörer. Oh, Shimakaze, das wird lustig. Sobald einer von uns die Shimakaze hat. Let's go, 20 Kilometer Torpedo-Reichweite. Let's go, 20.000, 25.000 Torpedo-Damage. Let's go. Ja, jetzt würde ich die jetzt schickt er seine Torpedos raus. Aber nur einen. Da ist der zweite. So Zerstörer zu spielen ist gut. Zerstörer zu spielen ist eh so eine Kunst für sich. Die ersten Torpedos wirfst du meistens nur ab, damit du den Gegner täuscht. Die zweite Salve Torpedos ist eigentlich die den Gegner treffen sollte. Ja, aber er trifft sie nicht. Ja, bleibt gerade stehen. Ist gar nicht so schlimm. Gar nicht schlimm, wenn er noch einen Bauch hat, er wahrscheinlich nicht mehr über. Ob der Gegner des Torpedos gewann, auf so viel Platz. Okay. Jetzt muss er. Das Flugzeug kann ja noch helfen. Jetzt muss er halt auch gute Torpedos. Aber ich würde nicht breit, ich würde nicht zu nah ranfahren. Zum so, ja. Es merkt, glaube ich, jetzt schon. Susui. Hat aber wenig TP. Ja, weil sie auch eher auf Range geht. Jetzt bin ich Mainz und die Hyperklasse. Eher auf Range. Dafür spammt das Leben. Verstehe nicht, warum er sich breitstellt, um alle Kanonen zu nutzen, anstatt erstmal die hinteren zu binden. Oh, das wird kein gut werden. Oh, unsere Kaga macht gut mit. Unser Sei ja. Kaga kann gefährlich werden. Susu, ja. Nein. Jetzt. Ja, oh, okay. So zum Beispiel fährst du aggressiv Kreuzer. Visitor. Mhm. Links, rechts, links, rechts. Uff. Weißt du, musst du kurz breit fahren. Weil ansonsten kannst du nicht alle Geschütze nutzen. Das zweite Geschütze im vorderen Turm. Ich würde frontal fahren. Kann man machen. Ding muss ist, man aber nicht. Wenn du jetzt frontal gefahren wärst, wärst du auf ihn zugefahren. Das ist das Problem. Und dadurch, dass bei den Amis so ist, dass die halt trotzdem recht wehtun, auch wenn sie dich jetzt aus der Ferne treffen,
Es ist egal, ob du jetzt praktisch aus der Nähe oder aus der Ferne spitz oder so stehst, als du hast als Kreuzer nicht viel Panzerung. Jawohl, und jawohl! Wuhu! Kaga hat gewonnen! Mann. Sauber! Geil. Wir haben den Sieg! Ha! Tatsächlich! Oh, unter den vier Besten. Wahnsinn! Ich bin relativ weit. Bewundert mich aber auch nicht. So, ich spiele jetzt mal die Fuso. Oh, Fuso. Oh. Kannst du auch aus der Range spielen. Mit Fuso kannst du zum Beispiel auch üben, mit Iwami zu fahren, weil Fuso hat eine gute Reichweite. Ich fahre jetzt meistens die Deutschen für die Aufgaben, für die Woche noch. Naja. Stimmt ja, also man muss die Schiffe behalten fürs Büro, damit man mit den, dass man beim Büro weiterkommt. Man sollte sie behalten, manche verkaufen sie auch. Manche bereuen's. Ja. Für Schiffe sind zum Beispiel viele deutsche Schiffe, Schlachtschiffe wichtig. Erstmal das wieder Bayern geholt, Mackensen geholt, Mackensen verscherbelt. Ey, Stufe 5. Ah ja. No. Wo ich fast eine Bismarck mit dabei bin. Ja, ey, das war legendär. Hätte sich bloß ja keiner eingemischt. Ja, da hat sich Kaga eingemischt. Da hat sich dann Kaga eingemischt. Mit der Bayern habe ich aber auch nur 75 Gefechte gebraucht, um die durchzuhaben. Mit der Mackensen 10. 10. 13. Ne, warte, hab ich noch nicht durch. Ich voll Idiot. Ey, hopp. Oh, ich werde dann wahrscheinlich bei Azulen Grafspeer im Kapitän werde ich dann wahrscheinlich Ding Isoroku Yamamoto durch August Riawald dann ersetzen. Erstens AP-Durchschlag mehr und zweitens Hauptbatterie-Nachladegeschwindigkeit mehr. Oder ich hau da einfach Azulen Shanos draus, aber streugende Hauptbatterie ist halt schon so eine Sache, so ist bei Spee halt dementsprechend. Obwohl ich es bei Spee noch nicht mal so schlimm finde. Ist manche schlimmer. Jo, dann wollen wir dann das jetzt Gefecht machen. No? Also ich wäre safe. Ja, ich auch. Und dann werden wir wahrscheinlich Yuga im Gegnerteam haben oder eine andere Fuso. Oder Azulen Fuso. Ich find's ja cool, dass Asna einfach mal gefühlt jedes Eventschiff hat. Die hat jedes. Alter, wie viel. Das heißt, wie viel. Naja, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich auch die Brandenburg rumliegen irgendwo. Jo, jetzt haben wir verschiedene Inseln. Ist gerade nicht so verlockend. Nördliche Gewässer. Wir haben eine 5er Lobby und eine 4er. Angenehm. Okay. Ja. Azuharu, nervig. Icarus, nervig. Exeter, nervig. Mackensen, Normandie, okay. Arizona sollten wir rausholen. Genau. Doria, Fuisita. Fahren wir rechts. Bitte ich mich wohl mit dem Berg. Ich bin der einzige Kreuzer, ey. Ich bin das Unicorn. Wobei, naja. Kreuzer kann man mich nicht nennen, ich bin Panzerschiff. Ich sag mal so, ihr beide habt mehr Glück wie ich. Ihr könnt nach hinten schießen. Nee, ja. Danke, Q. Stimmt ja, die Franzosen haben ja nur vorne die Geschütze, ne? Nein. Die Danke, Q und Richie, U.
alle anderen sind dann, haben sie auch auf den Schlachtkreuzer-Baustil umgeschwenkt. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ah, da hinten Arizona auf 18.4. Ich hätte bald Range of Sea. Auf ihrer Seite sind zwei Zerstörer, das passt dann schon so, die kriegt und dann gut weg. Nochmal die Insel. Berühmte französische Genauigkeit. Nochmal die jetzt rüber zu dir geschossen und nichts getroffen. Ja, die Normandie ist eh so ein Schiff. Das ist ein. Nicht eine Schrotflinte. Mag ich dazu nicht. Gen Readoria, der hat auch die italienische Tarnung für die. Aber wenn die Franzosen treffen, dann tut's weh. Und wo soll ich draufballern auf die andere Doria? Ja, da könntest du gut durchkommen. Ja, komm. Aber du fährst wieder zu weit rein, Basti. Ist man nicht diskutieren. Also, Inquisitor, du fährst zu weit rein. Viel weiter rausdenken. Jetzt bist du gleich weg. Usu ist genauso wenig für einen Nahkampf wie Iwami oder Amagi. Wir sind dann wirklich. Also die japanische Flotte ist dann quasi für die Reichweite vorgesehen. Ja. Die Schlachtschiffe, sind meistens auf Range. Kreuzer genauso. Die Zerstörer, die wuseln sich da vorne recht rum. Wenn ich das störe, aber den Japanern haben gute Verdecktheit. Mitunter eine der besten Verdecktheiten. Ich finde es ja witzig, die italienischen Zerstörer sind jetzt reingekommen, die haben die schlechteste Verdecktheit. Dafür haben sie die höchste Verdecktheit bei den Kreuzern und bei den Schlachtschiffen. Das ist irgendwo so ein Widerspruch in sich. Haben sie nicht. Ich? Aber bei den Kreuzern, finde ich, haben sie die höchste Verdecktheit. Bei den Kreuzern, ja. Es geht nichts über eine. Das hat gesessen bei der Kreuzer mit Rauch. Das ja, ich hab den Zeter gedrückt. Ja, Achtung, Exeter. Alter, so viel AP unterwegs. Ich weiß gar nicht, welche meine Schlüsse waren. Aber Inquisitor, kleiner Tipp: ein Geschütz, zwei Geschütz, drei Geschütz. Dann wartest du, bis sie einschlagen und dann schießt du die zweite Seite. So hast du dann immer einen guten Nachladerhythmus bei dir. Erstmal mit drei Geschützen, dann drei Geschützen schießt. So abwecken. So warten, genau. Und dann schießt mit den nächsten dreien, weil dann siehst du, ob deine ersten drei einschlagen. Genau. Also hast du dann immer. Ja. Gut gemacht. Wickensen, tschüss. Die Whitebee interessiert mich nicht. Ja, okay. Ist nicht so interessant, das stimmt schon. Häftlinge können sich um die Whitebee kümmern, eigentlich. Wie haben wir unsere beiden Zerstörer verlieren können da drüben? Alle Fälle gehen wir erstmal auf C, nee, auf A, C, auf B rüber einnehmen. Doria. Die können auch wichtig werden, das stimmt. Nicht wegkriegen. Was da alle so? Was machen unsere Zerstörer da hinten am Eck der Map? In der Chemie-Ecke da hinten. 4000 Damage, Andrea. Da kommt ein Exeter oder wie das auch immer heißt. Ja. Jo, Exeter, die kann böse sein für dich. Solltest du als erstes aufs Korn nehmen. Ich nehme die Andrea aufs Korn. Ich helf da den Inquisitor. Ich schau, dass ich zwischendurch zu dir schieß rüber. Wusa. Das war guter AP-Durchschlag. Ich erzähle ja gesagt, sind Speed drauf. AP-Damage. Aber der Mensch schon Durchschlagsmultiplikator.
Der Exeter fährt irgendwie dreht. Okay, ja, die hat Rauch. Die hat Rauch, okay. Aber interessanterweise schießt sie zum Glück nur mit AP. Okay, ich bin an der Seite von der Andara. Andara Toria. Ja! Jawohl! Oh, gut gemacht, Basti! Schon wieder! Zwei! Hoffe ich nehme auf, ey! Aber man muss sagen, die Franzosen können gut lupfen. Definitiv, das nehme ich nicht weg. Die Kreuzer können das nämlich auch recht gut. So, ich fahr der Exeter jetzt mal spitz. Oh. Ist eine gute Idee. Die hat einen guten AP-Durchschlag. Oh, die war aber jetzt. Michael, warst du das schon wieder? Ja. Oh, knapp. Schalten wir mal auf Maximalgeschwindigkeit, auf Reisegeschwindigkeit. Dann gehen wir mal in New York. Nehmen jetzt mal die 2B ein auf alle Fälle. Der mich hinter der Insel. Da ist immer noch die Voice B am rumgammeln. Ich schieß mal auf die Arizona. Also ich habe jetzt zwei Schlachtschiffe in den Meeresgrund geschickt. Upsala. Was ist denn da los? Ach, da hinten ist die Arizona. Ich werde belohnt heute. Oh. Aber je länger du spielst, desto komischere Spiele findest du im Sinne von Spielstil. Ich gestern gemerkt. So, der Exeter spielt mal wieder, was weiß ich alles. Die treffen mich auch nicht. So, ich komme jetzt mit in die Zone. Gut, weil dann nehmen wir schon mal B ein. Jetzt kommen wir von den Punkten nämlich nicht hinterher. Boah! New York! Michael! Michael hat voll, ja. Voll reingezogen. Ich glaube, das wird was. Aber das wird jetzt der erste Sieg für uns. Verschrei es nicht. Ja. Ja. Werd nicht übermütig. Der wie soll man sagen, dass Basti gut getroffen hat. New York ist getroffen. Ist eingenommen. Solange wir drei in den ersten drei Plätzen oben landen, ist der Rest egal. Es geht nur um Spaß. Hauptsache wir drei sind in den ersten Punkten. Ja, ich habe 83.000 Schaden gemacht. Ich habe 84.000. 35.000, ich werde nicht viel machen. Ich würd, es reicht schon, wenn ich Vierter werde, weil dann habe ich schon. Das letzte Mal den Vierter werden für die Woche und dann passt das. Beim zwei Kugeln haben nur getroffen. Kann man also, sich jemand um die Exeter kümmern? Ich bin schon dabei. Geht mir nervlich auf. Oh, das könnte gut gehen. Stimpendrücker. Jawohl. Ich gehe mit Michi auf die Arizona und Ding. Ja, kein Problem. York. Ich fahre nicht weiter, wieso? Abgeprallt, verdammt. Gefecht endet in 5 Minuten. Torpedos kann ich nicht einsetzen, ich würde gerne näher ran. Irgendwie sagen viele Franzosen, kann man nicht spielen. So, Exeter ist durch. Ja, drei Schiffe, was ist denn hier los? Busa, das war der Flying Death Strike von New York ist weg, super. So, jetzt kommt die Arizona dran. Ja, ich habe eine Doppelzeter verpasst. Bei der New York. Ja. Das könnte jetzt ein sehr guter Sieg sein. GG.
das wird uns ja die Arbeit belohnen heute. GG. Das wird echt gut. Waren sie immer gut im Flow. Sind gut eingespielt mittlerweile. Ja, das dauert immer so 5, 6 Runden und dann geht das. Bei der Arizona HE. Oh, hab ich ja richtig getroffen. Immer noch mit AP. Ich hab ja nicht umsonst diese Loco mit ihrem Motor. Okay. Die ist überfordert. Die ist überfordert. Achtung, Torpedos von links. Ich zoome mal vorzeitig ein, ey. So, jetzt wüsste ich das schon. Autsch. Hier ist aber gleich weg. 122.000 Schaden. Ja, super. Jetzt Denk müssen wir aufpassen auf die Zerstörer. Der weiß wie. Nicht nur wird das eingekreist. Links eine Wisby, rechts habe ich eine Icarus vor mir. Ist Icarus dann Wisby? Wechseln wir mal kurz den Waffentyp. Ich hoffe, ich bleibe so lange hinter der Insel. Ja, hi. Okay, der Zerstörer nimmt ein. Spee, ich hab dich lieber, aber trotzdem. Buser, setz mal einen Rückwärtsgang rein. Das wird knapp, ne? Jetzt wieder vorwärts. Naja, nicht wirklich. Ich bin hier im X-Torp. Bitte X-Torp, Idiot. Oh, Icarus hat schon wieder eine Mini-Rauchwolke gesetzt. So, mach das ja nicht nach, Kinder. Das ist tödlich. Zumindest nicht, wenn ihr genug Erfahrung habt, ich wurde entdeckt. Klar. Wiesbeck kommt, Achtung, da kommen drei Torps. Von vorne auch, Icarus. Nach rechts ein Ding. Nach zwei. Die ist dezent überfordert. Ja, sich eher in der Nähe hat, praktisch, also der erst noch anlegt. Darf ich dir auch mal meine Torpedos zeigen, Icarus? Darf ich das? Aber vorher zeige ich dir noch den zweiten Geschützturm. Oh, schade, daneben. Oh, Sekundärbatterie. Oh, tschüss. Hey, Wisby, komm her! Ich will nur deine Türme. Ja, größtenteils werde ich so, wenn ich es auch dabei belassen, dass ich mir die Türme drehe. Ich will die Zone nämlich einnehmen. Wisby hat nicht so High Damage Torpedos, das ist das Gute. Torpedofächer ja. Ausgeschaltet, einer. Deshalb spiele ich sie selber auch nicht. Ich habe sie zwar, aber ich spiele sie nicht. Die Scan, die danach. Dann, ich komme jetzt zu C. Passt. Lass die Zone aber immer noch einnehmen. Das ist sicherer, als wenn ich jetzt da die Wisby jagen gehe. Gucken. Ah, cool. Selber entdeckt. Geil. Die Wasserfontäne hat sie entdeckt gehabt. Sieg ist in Sicht. Die Wasserfontäne, die ich da hingeschossen habe, hat sie entdeckt gehabt. Auf, Jungs, das schaffen wir. Ein Torpedo. Das mit Sicherheit. Oder? Nicht. Ja. Ein. Unterm Ruder weg. Ach, hab's geschafft. Die letzten paar Sekunden. Dürften wir drin. Ja doch. Du hast mehr Punkte als ich. Aber ich hab Hauptsache, ich hab drei. Drei Schiffe. Ich hab 50 Tabellen bei Schlachtschiffen gemacht. Yo! Eine Zita, drei Schiffe zerstört, zwei ein Ausfall, 35 Zieltreffer. Krass. Wenn du Zitas machen willst, nimm die Dunker-Queue. Hm. Yep. Naja, ist mit 330 mm nicht stark, aber du schießt einfach mal alle 28 Sekunden.
Aber Michel, du musst sagen, ich habe jetzt sehr gut gespielt. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt hast du die Japaner richtig gespielt, so wie du sie jetzt gespielt hast. Du musst auch Iwami spielen. So, aber... Das war unsere letzte Runde für heute. Jo. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.